Woher wissen wir, wann? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Experte in diesem Spiel und ich weiß das auch nur, weil ich in einem Wiki-Artikel davon gelesen habe. Ich gehe gerade zu den Freunden von der Ayuko suchen. Ein paar Begleiterquests mache ich halt gerade. Ah ja. Vor allem ist unser Ziel ja, neue Welten zu erkunden. Ja, das und das können wir nicht, wenn wir ein kleines Schiff haben. Deshalb müssen wir irgendwelche Random Quests machen, damit wir ein großes Schiff kriegen. Was sind eigentlich diese? Ich bin tot. Was sind eigentlich diese Leute mit den blauen Pfeilen drüber? Die sind für Quests relevant, glaube ich. Was bist du? Holy shit, was? Wo bin ich? Warum bist du? Ich meine, cool, zieh mal die Akku auf dich. Mit deinem 44 Damage Schwert. 14. Ach du machst. Wow, das war. Oh Gott, was? Okay, dann geh ich mal in die Richtung. Was hier. Ist er denn? Keine Ahnung. Holy shit. Ich sehe ihn nicht. Ich bin ja ganz woanders schon. Verdammt. Bin tot. Ich muss hier links. Okay, er ist glaube ich friedlich. Er sieht zumindest friedlich aus. Hier gab es doch Medikits oder so. Und das wurde man heilen konnte. Ich weiß aber auch nicht, wo wie was hier irgendwas funktioniert. Ja, stimmt ja, ich konnte ja dashen. Ich nicht. Ja, ganz klar, aber du dich weigerst, das Spiel tatsächlich zu spielen. Da war doch irgendwas. Ich hab halt nur Spaß am Spiel. Sei nicht Sterber. Aber man hat in diesem Spiel keinen Spaß. Nö, Spaß ist verboten. Also wirklich nicht. Ich glaube, ich hatte in keinem Spiel jemals so wenig Spaß wie an Starbound. Sicher? Ja, tatsächlich. Ich fühle das hier halt überhaupt nicht. Das ist wirklich Geldverschwendung gewesen bei mir. Okay. Das habe ich aber auch schon mehrfach gesagt. Ich habe auch oft gesagt, dass ich eigentlich keinen Bock drauf habe. Ja gut, wir können ja nach Starboard erstmal. Jetzt werde ich eingebaut von dir. Anders spielen. Wir haben uns doch eh schon drauf geeinigt, weil du auch nicht so wirklich viel Spaß dran hattest. Ja, ich find's in Ordnung. Kann man mal machen. Ja, ich find's halt auch maximal in Ordnung, aber. Ich wollte es halt mal ausprobieren. Und dafür haben wir es jetzt erstmal. Falls wir irgendwann mal Bock drauf haben, falls wir irgendwann mal wieder. Falls uns die Projekte irgendwann ausgehen und. Bestimmt, aber dann muss man sich da wirklich einlesen, weil das Spiel erklärt einem halt überhaupt nichts und das finde ich echt nicht cool. Falls wir mal wieder Lockdown vom nächsten Virus haben, was nach Corona kommt, dann können wir mal wieder in der Erde zu Hause sitzen, weil wir nicht auf Arbeit dürfen. Können wir mal wieder. Ich habe gehört, die Pest ist wieder stark im Kommen. Weiß ich nicht, aber da freust dich mal drauf. Also, das, wenn jetzt Corona irgendwann mal. Ich meine, Corona ist auch noch nicht vorbei, aber wenn es Corona irgendwann mal vorbei ist, verlass dich drauf, irgendwann kommt ein neues Virus. So war. Ich benutze mal eins von meinen 100 Medipacks. Kannst du mir mal eins davon abgeben? Du müsstest selber Unmengen haben, die kannst du super easy craften. Ich hab nicht eines. Okay, ich häng gerade in der Höhle fest.
Wie craftet man Magipacks? Unterm Crafting-Menü. Weißt schon, das Menü, das wir gefühlt nie benutzen. Hm. Okay. Wie komme ich da hin? Ich glaube, es war der Schraubenzieher. Und will jetzt nicht sterben. Also, craft. Oh, Moment, ich hab doch Medikits gerade. Okay, Gegner ist besiegt, so, jetzt weil der Höhle gefallen ist. Schön. Jetzt habe ich 3 Medikits. Dafür hat's gereicht. Ich muss eigentlich in die andere Richtung, aber was soll das? Ja, ich halt nicht. Ich muss irgendwen. Aber finden. Wo bin ich eigentlich? Bin vom Dorf aus losgegangen. Ich hab mich einfach zu dir teleportiert. Bin vom Dorf losgegangen und dann bin ich gestorben und dann bin ich zu dir. Ach ja, dann müsstest du sehr weit rechts sein gerade. Oh Moment, ich hab noch von diesen Geschenkbeuteln 2 Stück, die ich nicht geöffnet habe. Darf ich eins haben? Manipulator-Modul, nochmal! Darf ich eins haben? Du müsstest selber Unmengen Questbelohnung haben. Hab ich das? Oh! Moment. Wie sehen die aus? Oh! Oh, Reward Bag. Ich hab da was! Ich hab da was gefunden! Upgrade-Modul habe ich. Ich glaube, wir haben die Fernkampfstufe erreicht. Yo! Ich hab ein Schwert. Ich hab einen Granatwerfer! Okay. Und der scheint keine begrenzte Munition zu haben, oder? Ich habe Bomben, ich habe ein 13er Brust und 13er Schwert. Ich glaube, ich brauche nie wieder irgendwas anderes. Ich habe jetzt eine Axt. Brauchst du vielleicht ein Schwert mit 13 Damage? 13,8. Ich habe einen Speer mit 13 Damage, den finde ich besser wegen der Reichweite. Okay, weil ich habe schon eins mit 14. Ja, dann schmeiß weg oder verkauf. Okay. Den Zug hier. Oh mein Gott, was ist das denn? Okay, kommt man nicht hoch. Moment. Oh, ein Haus. Ja, da sind irgendwelche Lama-Menschen drin. Alpaka. Macht das noch einen Unterschied? Vielleicht. Nur das sieht's blöd. Lol, ich glaube, ich habe gefunden, wonach wir gesucht haben. Da unten! What the fuck? Jetzt will der zurück! Den ganzen Weg! Ich nehm jetzt den Käfig hier mit. Leck mich. Der bleibt jetzt bei uns. Leiter. Und wo finden wir jetzt diese NPCs? Das ist der NPC, den wir brauchten. Der NPC für unser Schiff, oder was? Nein, das ist... Den Begleiter bekommst du irgendwann durch Quest, wenn du genug gemacht hast. Na toll. Oder die richtigen gemacht hast, oder sowas. Ich weiß es auch nicht. Ich hab das nur in einem Wiki-Artikel gelesen und die einzige Möglichkeit. Hey. Das klingt gerade richtig grausig mit meiner... Mit der Musik, die ich spiele hier und... Mit der Musik, die im Hintergrund spielt. Yo! Schön! Was ist schön? Ich kann Bomben schießen. Ich hab auch 6 Bomben. Nein, ich meine, ich hab, wie gesagt, einen Granatwerfer in meiner Hand mit unbegrenzter Munition. Oder ich hab noch nicht gefunden. Hier ist noch dein Begleiter bei mir. Der folgt jetzt irgendwie mir. Der Was? Begleiter. Warum? Keine Ahnung. Komm mal rüber.
Ich muss dort, ich wollte dort, wollte da Rad eben hoch. Und da wollen wir nach links. Wir müssen jetzt wieder ins andere Dorf. Okay. Er hat sich wohl verlaufen und muss jetzt zurückgebracht werden. Bin aber fast tot. Ach lol, ich hab die Quest verloren, weil ich weggegangen bin oder was? Der folgt jetzt mir. Siehst du? Jetzt folgt er mir. Was? Tja. Lol, nein, das ist ein anderer NPC. Das ist nicht der, den wir brauchen. Okay. Den wir brauchen ist irgendwo unten? Nee, das ist der, den wir brauchen. Das ist der. Der hat mich die ganze Zeit verfolgt. Ja klar, der will aber nur zurück ins Dorf. Das ist eine andere Quest. What the fuck? Dann machen wir die Quest. Wo müssen wir hin? Keine Ahnung. Wie tief unten ist diese andere Person? Und wieso heile ich mich nicht? Unten! Und frag jetzt nicht wo unten, weil ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach unten. Und wo unten? Unten. Porte dich einfach zu mir. Im Zweifel. Bin eh gleich tot. Mhm. Das klingt ja alles so grausam. Bist du einfach gerade nach unten gegangen oder? Oder was ist los? Ich glaube. Ist ein Käfig. Okay, hier ist ein Wasserbad. Hey, nicht den NPC killen, bitte. Interessant, dass das Musikinstrument unter Wasser anders klingt als an Land. Ja, das ist das Mindeste, was wir machen müssen. Hey, oh mein Gott, diese Sprünge. Man ist hier null präzise in diesem Spiel. Autsch. Wollte man. Lol, das ist der NPC, den wir brauchen. Jetzt darf ich den ganzen Weg mit zwei NPCs wieder zurücklaufen. Nice. Okay. Wollte mal ein bestimmtes Lied suchen, ob das hier drin ist. Welches? Das, was ich in der Endcards drin habe. Für die Videos, die ich schon geschnitten habe. Du hast schon Videos geschnitten? Hm. Willst du das hier wirklich auf YouTube bringen? Okay. Ja. Ich glaube, wie viel. Fast 10 Parts habe ich glaube ich schon daraus gemacht. Die ersten zwei Streams. Da wird es halt die Frage, wie qualitativ die sind, weil. Ja. Ich glaube nicht, dass die Videos. Oh mein Gott! Dass die Videos so gut ankommen werden. Weil erstens ist es Starbound und zweitens wir haben beide entweder keine Ahnung vom Spiel oder keine Lust aufs Spiel. Werden wir sehen. Zwischenzeitlich beides. Naja, Mordi, mir ging es noch nie. Ah, das sind die NPCs. Und ich bin unten. Ja, das sind die beiden NPCs, die ich jetzt geholt habe. Mordi, mir ging es ja noch nie sonderlich um. Darum, ob irgendwie ein Video was erreicht oder so irgendwie, weil das ist. Ich betrachte YouTube einfach als. Ja, gut, das stimmt. Als mein Archiv sozusagen irgendwie für das, was ich dann. Also ich mache YouTube als Archiv für meine. Für meine Stream-Aufzeichnungen, die ich in Parts schneide, hey. Oder für meine Let's Plays, die ich spiele, und wenn jemand
wenn jemand zugucken will, jemand, dass sich das angucken will, soll er das machen. Und wenn nicht, dann habe ich das einfach als Archiv, als Archiv. Ja, Moment, ich porte mich kurz zu dir. Jo, ich habe zwei NPCs, die mir folgen. Ja, ich weiß. Ich habe mein ganzes Zeug verloren. Na gut, es ist sowieso nur das irrelevante Zeug gewesen. Ah, jetzt sind sie wieder bei dir. Ja, es ist das irrelevante Zeug gewesen. Scheiß drauf, ich gehe trotzdem das Zeug holen. Komm ich nicht hoch. Ich habe nichts zum Bauen. Ja, deshalb habe ich hier gerade mein Zeug geholt, weil da ist das Bauzeug dabei. Nasekratz. Ja, da sind die beiden. Okay, warum kann ich hier gerade nichts abbauen? Also ich weiß hier. Es nicht. Ich habe 1000 Dirtblöcke. Nice. Ja, kannst du uns hier nach oben bauen. Ja, deshalb. Nee, ich weiß nicht mal, wie ich 1000 Dirtblöcke gekriegt habe. Ich habe abbauen vielleicht. Ich habe gefühlt nie irgendwas abgebaut. Ich glaube, ich habe einfach irgendwann mal so ein Geschenkpaket mit 1000 Dirt geöffnet oder so. Das kann sein. Das kann durchaus sein. Ich glaube, das Timber hatte ich auch davon, was wir vorhin brauchten. Tachchen. Wir müssen aber nach links. Gleich. Modi, nach links. Ja, ja, ich mach kurz den Typen hier fertig. Haha. Hey! Ja, du kannst nichts. Ich habe einen Glowing Orb. Da ist auch nichts drin. Funktioniert wie eine Kiste, ja. Aber da ist nichts drin. Der Meter sieht lustig aus. Jetzt ist hier dunkel. Ja gut, wir müssen nach links und wir müssen vor allem. Bau mal eine raus. Treppe hoch. Ich baue die übliche, sehr sparsame Treppe. Die bringt's nicht. Hey. Vor allem die NPCs müssen hoch. Die porten sich, keine Sorge. So, dann muss ich jetzt hier den Schwachsinn abbauen, damit wir hier durchkommen. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind an diesem Punkt. Da kommen wir gleich an die Oberfläche. Und wenn wir lange genug nach links laufen, kommen wir dann ins Dorf. Ja, das ist der Plan. Hast du nicht mittlerweile auch eine Fernkampfwaffe? Nö. Ich habe nur das Schwert hier. Ah. Ja gut, ich komme hier nicht hoch. Du kommst da hoch. Braucht nur Skill. Hey. Ich und Skill? Die folgen mir jetzt irgendwie wieder. Ja, weil du wahrscheinlich näher dran bist oder so. Was, ich habe die NPCs nicht ganz verstanden. Bau kurz ab. Da sind sie wieder. Warst du schon bei dem Händler? Welcher Händler? Der Händler hier. Ne. Jetzt ist die Frage. Ich kann gar nicht zu dem Händler. Ich glaube, du benutzt ihn gerade deswegen. Ah ja. Den Speer brauche ich noch. Ich brauche die Axt aber eigentlich nicht. Was ist das da? 10,9. Das wird verkauft. Prinzipiell die Axt brauche ich auch nicht mehr. Die bringen nichts. Nice.
Gut, ich brauch. Ach ja, ich hab die Harfe. Ich erinnere mich. Verstehe dich nicht, dass die Musik ist so laut. Ich spare gerade auf 1200 irgendwas. So, und jetzt gucke ich mal, wie viele Medikits ich craften kann. So, wollen wir dann mal weiter? Kann mit meinen da nicht. Ja, Moment. Jetzt kannst du an den Händler. Und ich werde jetzt erstmal Pflanzengewebe abbauen. Ah, okay. Scheiße, wir sind auf dem falschen Planeten dafür. Der verkauft Torches. Ja, ich spare auf das Schwert gerade. Ein Schwert? Ja, 1252. Ja. Was denn? Ich kaufe mir mal ein bisschen Milch. Was macht der Bowling Ping? Knock it down, okay. Ja, den kannst du umwerfen. Das, was ein Bowling Pin so zu tun pflegt. So, ich verkaufe meine gesamten Lebensmittel, Schwachsinnzeug. Jetzt bin ich blank. Ich verkaufe halt das ganze wertlose Zeug. Den Werkzeug. Den wertlosen Klump. Hey! Ach, was soll es? Ich geh weiter. Hast du den gerade weggenockt? Nö. Ich konnte gerade. Du hast den cool, jetzt in kann... Benutzung. Ja, nice. Ich würde ganz gern mein Zeug jetzt verkaufen. Mach doch. Ja, ich bin doch gerade dabei. Das dauert ein bisschen, weil du kannst hier nichts irgendwie gesteckt drüber ziehen. Ich habe gerade mein Zeug wieder verloren. Bist du gerade gestorben? Ja. Wie? Da oben hat mich so ein Ziegenbock umgehauen. Ach, die Böcke, ja. Die sind nervig. So, mein Crafting-Klump hat mir gerade ein... So, mein Zeug wieder. ...durchaus... Oh, bei 12, stirb. Ich momentan. Ist halt trotzdem besser. Die Rache. Ich nehm's trotzdem. Was mach ich jetzt mit der Milch? Und die kann ich trinken, oder? Ja. Ja, kannst du. Ich warte hier oben dann auf dich, Modi. Ja, okay, das ist eine sehr coole Waffe. Moment, kann ich das auch mit dem Speer? Oh mein Gott, wir haben einen zweiten Angriff. Ich kann nicht mein Speer. Unsere Waffen haben einen zweiten Angriff. Haben sie das? Wenn du eine zweihändige ausgerüstet hast, drück mal bitte rechte Maustaste. Sekunde, ich bin gerade am Verkaufen. Vielleicht kann ich mir den auch leisten. Wie viel kostet die Waffe, die du gekauft hast? 1200 irgendwas. Da musst du einiges verkaufen. Ich habe meinen ganzen Schwachsinn verkauft. Ich baue dann mal Pflanzengewebe ab. Mach das. Das gibt sehr viele Medikits. Beziehungsweise sehr viel Salbe und Salbe ist sehr wertvoll. Das heißt, ich kann mir im Prinzip damit alles leisten. Dass sie das nicht rausgenommen haben mittlerweile. Ist halt so cheap. Pflanzengewebe. Pflanzengewebe. 700. Und da sind nochmal 9 Salben.
ist. Ich bin fast am Dorf. Okay, dann muss ich mich nur noch gleich zu dir teleportieren. Also nicht so fast, aber ich bin... Aber fast, fast. Das bringt nichts. Und das war's mit dem Bock. Zeppelins bringt nichts. Es gibt ein paar Sachen, die überhaupt nichts bringen. Und zwar alles in dem Steineinventar. Ja, ansonsten könntest du halt die Welt abbauen und verkaufen. Das verstehe ich, warum das nichts bringt. Yep. Hallo, ich würde gerne Dinge verkaufen. Diesen Planeten. Wie viel zahlen sie mir dafür? Wie in Minecraft, wo ich einfach mal dann auf dem einen Server, wo ich einfach mal einen Drecksstand aufgebaut habe und Dirt verkauft habe. Brillante Geschäftsidee. Hat jemand gekauft? Ja, einer hat es durchgekauft. Im Austausch gegen Stein. Dann ist das keine schlechte Idee, dann ist das Kapitalismus. So, jetzt habe ich 900, aber damit kann ich mir noch nichts leisten bei dem. Nee, die sind teuer, aber ich glaube, die sind es auch halbwegs wert. 1300. Hier bitte. Ach, der hat ja. Im Weg. Die Waffe hat ja nur 1000. Die hat nur 12 Schaden, das ist ja blöd. Ja, aber die ist cool. Meine hat 14 Schaden. Ja, mein Speer ist auch stärker, aber die hat dafür einen coolen Zweitangriff. Oh, ich kann den Zweihänder hier für 13 verkaufen. Für 13? Mensch, was für ein Angebot. Den 13-Händler für... Warum da unten steht Ankommen 1400, aber der will es mir für, ach was so ist. Ja. 2200. Die bieten mir schlechte Preise an. Ja, ich habe auch teilweise Zeug, das 3000 wert ist, für 2 verkauft. Hm. 1200. Ja, wir haben sowieso keinen Bezug zu diesem Spiel, von daher. Egal. So, ich muss nur noch ein bisschen was. Mein Gott, der Stein dauert so lang abzubauen. Jetzt müsste das Geld, glaube ich, gleich langsam zusammen haben. 1252, ich habe 1240. Okay. Stecker. Das kann man auch verkaufen. Fackeln kann ich verkaufen. Aber ich hätte keine Fackeln mehr. Und baust du halt neue. Die sind nicht teuer. So, jetzt habe ich das Schwert auch. Nice. Cool. Jetzt müsste es nur noch eine gute Waffe sein. Two-handed, 12 Schaden, naja. Geht so. Hey. Okay, 34 Schaden mit dem Recharge ist schon ziemlich gut. Wie charge ich das? Rechte Maustaste. Ja, das sieht schon nicht übel aus. Ja, ich will jetzt mal den Schwert probieren. Kann ich damit da wirklich einfrieren oder? Oha, ich kann mit meinem anderen Schwert kann ich jetzt Teleportschlag machen. Du kannst einen Teleportschlag? Das ist cool. Das sah zumindest gerade so aus. Ja, das ist so ein Schlag wie Ciri in The Witcher 3. Das halt lol. So, ich halt kann da, weißt du, ich kann halt verstehst du, was ich meine? Das da halt von, ja, ich weiß, was du meinst. Kannst du dir dann gleich mal zeigen, wie das aussieht? Hey. Ich kann es bloß nicht bedienen.